Ja, letztes Mal habe ich hier gesehen, dass hier ein Kohleabnehmer ist. Den wollen wir uns doch mal kurz angucken. Okay, der schließt noch nicht. Das heißt, wir können da mal gucken. Ah, der ist schrecklich. Der wird sogar beliefert. Da müssten wir also gucken, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen, weil das rot ist. Ah, nee, ist jetzt gerade wieder gelb geworden. Ah, da war bestimmt ein LKW gerade da. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Müssen nochmal unsere ganzen Werte nachschauen. Stau gibt es jetzt gerade nicht. Das ist schon mal gut. Hier war ja auch so eine komplizierte Sache. Sieht so aus, als ob wir das einigermaßen hingekriegt haben. Hier, der wartet zwar, aber das sieht erstmal gut aus. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir nach Optimierung, ne? Bis gleich. So, jetzt ist gerade dunkel geworden im Spiel. Ja. Also dieser Bahnhof sitzt eigentlich zu früh hier, ne, dran, aber das, wir haben eben von gesprochen, hier gibt's kein, ah, okay, doch, der fährt noch. Alles klar. Ja, sieht erstmal gut aus, denke ich. Das sind einfache Signale hier, ne? Ja, das passt. Aber warum fährt da jetzt keiner nach da weiter? Das ist mir jetzt nicht so ganz schlüssig, warum hier die Züge immer anhalten. Sehr komisch. Sehr komisch. Kann man das jetzt so sehen? Ja. Da ist doch hier das Signal, oder? Ach, weil da. Da steht jetzt. Ich glaube, da sollten wir ein normales Signal hinsetzen und kein doppeltes. Weil das bringt, glaube ich, nichts hier. Das kann ruhig ein einfaches sein. Weil die Strecke danach ist ja groß genug, dass er da stehen kann, ne? Also es hätte nur was jetzt gebracht, wenn hier direkt nachher noch ein Signal gewesen wäre. Dann wäre es wichtig gewesen, dass der Sektor danach frei ist. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. So, wie sieht es denn mit der Kohle hier aus? Wo ist denn hier das Logistiklager dafür? Das ist da. Und dann sind zwei LKWs, die da was beliefern. Okay. Einer davon ist gerade da. Nee, sieht doch so aus, als ob das ganz gut ist. Da sind Holzschränke, die produzieren wir sowieso nicht, dann können wir das auch nicht machen. Hier ist wahrscheinlich schon was kaputt gegangen, oder? Ah, nee, Fahrzeug ist unrentabel, okay. Ja, da ist das alles schwierig mit den Fahrzeugen auch. Was mit dem hier wird beliefert? Ja, schlecht, das ist alles okay soweit. Hier gibt es Barren, die werden auch beliefert. Hier unten gibt es jetzt Steine. 24 Tage verbleibend, 23. Ich glaube, das schaffen wir nicht, da noch hinzuliefern. Haben wir leider nicht gesehen oder sowas. Oder vielleicht haben wir auch gar keine Steine, weiß ich gar nicht. Hier wird doch, da werden Steine hingebracht. Die werden hier abgeliefert für den da, ne? Warte mal, die Möbel ist egal und die Platten haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Glasscheibe, ne? Ne, das kriegen wir auch nicht hin. Hier ist erstmal gut. Schauen wir mal hier unten in diesem Städtchen. Da haben wir das grün. Na, das ist sogar grün, die Baumstämme. Okay. Also hier sieht es erstmal gut aus. Hier wird auch produziert. Wir holen da wunderbar ab. Da ist alles gut. Warum hier jetzt ein Bahnhof ist, weiß ich nicht. Aber hier war es wahrscheinlich mal eine Industrie, die pleite gegangen ist. Ja, das ist, will ich nicht mehr versuchen, da noch was zu retten. Oder? Ne, ich müsste mit dem LKW von hier oben irgendwie runterfahren. Ne, das hat keinen Sinn. Ist hier noch was? Das läuft. Das läuft. Das sieht so aus, dass es läuft. Hier wird Sand angeliefert, der da hinkommt. Das wird wohl auch gut sein. Nachts ist es besser, ne? Ja, hier sind Eisenplatten, aber wir produzieren, glaube ich, noch gar keine Eisenplatten, ne? Kann das sein? Das sieht hier gut aus. Da sieht es schlecht aus, okay. Und das produzieren wir bestimmt noch gar nicht. Vakuumröhre, nee. Das sieht gut aus. Achso, wir müssten mal nach unserer Forschung auch gucken, ne? Wie sieht es hier hinten aus? Da sind wir ja auch unterwegs. Das sieht gut aus. Was, oh, hier könnte man anliefern. Und das sind nur 38 Tage.
Logistiklager wäre auch in der Nähe. Man müsste jetzt hier Kupfererz. Ach nee, Kupfererz, nicht Eisenerz. Okay, Kupfererz weiß ich gar nicht. Haben wir Kupfererz schon in unserem Revier? Ich glaube noch nicht, ne? Hinten waren Steine. Das ist Eisenerz. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht abgekriegt. Und wir müssten dann mit 3, sonst was Millionen eigentlich hier schon wieder was kaufen können, ne? Da müsste man jetzt überlegen, was man kauft. Welche Städtchen man anschließt, ne? Hier gibt es Sand. Hier gibt es Stein. Ne, das brauchen wir nicht. Also wenn, dann müssten wir tatsächlich jetzt auch gucken, dass wir das Kupfer vielleicht kriegen, oder? Da ist Kohle. Das ist Eisen, ne? Ja. Wenn, dann würde ich jetzt auch Eisen haben wollen, Kupfer haben wollen. Hier wäre die Nachfrage, die Ressource Kupfer vorhanden. Nachfrage wäre da Dingens. Kaufpreis ist 3 Millionen. Können wir uns rein theoretisch leisten. Hier wäre Holzressource da, aber okay, wir kämen hier ganz kurz über dieses. Oder kämen wir da wirklich rein? Doch, hier kämen wir durch. Oh, das ist ein Nadelörder, ne? Aber es würde wohl gehen. Das hatten wir, ne? Das war das Holz, genau. Da kämen wir nicht hin, hier kämen wir hin. Aber da ist es nicht jetzt für uns interessant. Was gibt's hier? Eisenerz, also nicht interessant. Hier gibt es auch Kupfer. Vielleicht wäre das hier besser zu erschließen für uns, ne? Und was kostet der Spaß? Oh, der kostet auch nur 2 Millionen. Sind da auch ein Städtchen? Sieht man nicht, ne? Doch, Welten. Oh, da friert uns alles ein, weil da Schnee liegt, ne? Aber ich denke, komm, wir kaufen das. Nee, ich wollte jetzt das kaufen. Erkunde die Welt, ja. Er macht gerade was. Hat das jetzt geschmissen? Alles klar. Region ist frei, wir können loslegen. Okay, hier hinten geht es tatsächlich noch weiter, ey. Und hier ist die Stadt Welten. Wow. Und die brauchen Eisen, Holzträger. Ja, komm. Auf geht's, oder? Holzträger. Würden alle von hier oben kommen, ne? Läuft wieder auf Stufe 1, dann lassen wir Stufe 2 laufen. Holzträger hier vorbeifahren, geht das? Ja, ne, oder? Ja, würde ich sagen. Aber wir können die Holzträger auch hier rausfahren lassen, wäre vielleicht sinnig. Station. Güterbahnhof, ja. Und ich würde tatsächlich hier so anliefern wollen. Und das Ganze machen wir natürlich schon professionell. Dreigleisig, würde ich sagen. Und Länge machen wir auf jeden Fall. Geht 100 Meter, ja. Das Geld hätten wir, wäre also auch egal. Und ich würde es so machen. Schuss. So, das bedeutet, das kann zu, das kann an. Müssen wir mal gerade reinzoomen. Die zwei Spuren gehen hier schon mal vorbei, das ist schon mal gut. So, dritte Spur muss so hier rüber. Das wäre auch gut. Und die Spur muss auch hier rüber. Geht auch. So, jetzt muss die Spur aber noch darüber. Geht auch. So, der kommt hier rein, der kommt da nicht rein. Geht jetzt aber auch.
So, er kommt, kann hier reinfahren. Er kommt, kann hier reinfahren. Er kommt, kann da reinfahren. Passt. Der fährt, kann hier reinfahren. Der kann durchfahren. Der kann da rumfahren. Alles ist, glaube ich, in trockenen Tüchern damit, oder? Jo. Wo kommen wir denn da raus? Ja, können wir direkt hier anschließen eigentlich, ne? Müssen wir nur gucken, wo. Ach so, weil das dann zu hoch ist. Ich glaube, so geht schon, oder? Okay. Dann lass uns das bis hier nur machen. Das sieht gut aus, oder? Hier müssen wir das Tool nutzen zum Abbauen. Und dann kriegen wir das auch mit den Gleisen hin, ne? Das hatte Tante Mimi uns ja schon mal erzählt, dass man das so machen kann, ne? Also hier war okay, das macht ja keinen Sinn, das jetzt alles abzureißen, glaube, oder? Obwohl hier macht es wieder Sinn. Ne, da war es nicht, da war es, da war es. Oh, ich glaube dann... Ah, das wollte jetzt nicht so sein, ne? So sollte es sein, ne? Kann er da trotzdem rüberfahren? Ich will's hoffen. Gut, passt. Und da kann er nicht, ne? Ach so, wir wollten auch gar nicht eigentlich hier so durchfahren, ne? Okay, dann müssen wir hier noch was absenken erstmal. Züge fahren natürlich auch wieder super schnell, ne? Ist klar. Jetzt nochmal gucken, ob das geht. Nee, will er nicht. Nochmal. Gucken, ob es jetzt geht. Will er nicht. Er will da nicht hoch. Gut, nochmal Bäume. Nochmal zwei weg. Nochmal Gleise. Okay, er will da runter, das ist schon mal gut. Er will aber nicht anschließen, das ist schlecht. Warum nicht? Eigentlich sieht das doch alles prima hier aus, oder? Okay, das heißt, dieses Stück ist... Ach so, zum Sandbahnhof geht's da, okay. Das ist wahrscheinlich, weil es hier hoch geht, ne? Schon. Deswegen mag der das nicht. Das bedeutet, jetzt kommt einer mit Sand, ne? Oder? Ne, der hat Holzstämme. Das würde jetzt bedeuten, wir reißen das mal gerade ab. Und machen hier noch was tiefer. Und gucken dann, dass wir den jetzt angeschlossen kriegen. Das würde gehen. Und das geht dann auch. Wunderbar. Hier macht er zwei. Das heißt, er wartet hier wieder, bis frei ist. Warte, da können wir hier auch nochmal einmal setzen. Das ist erstmal alles gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, so ein paar Signale hinsetzen ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Okay, das haben wir jetzt verbaselt. So, jetzt ist richtig. Dann Signal nochmal hier. Signale gehen da nicht, dann gehen sie aber hier. So, und dann geht's hier und da. Hat gerade wohl gespeichert und jetzt hat das mir verhauen. Aber egal. Oh, hier sieht's schon komisch aus, ne?
Da ist irgendwie ein Prellbock auf der Strecke. Super. Das ist nicht gut. Oh Mann, ey. Der war dann doch nicht angeschlossen, oder wie sehe ich das? Er macht jetzt nichts. Schade. Das funktioniert also so nicht. Und so geht's dann nicht. So. So geht's. So, die können reinfahren, die können rausfahren. Das geht, das geht. Ja, ich glaube, so geht's. So passt's. Und hier brauchen wir noch Signale, die. So sind. So sieht's gut aus. Jetzt ist wahrscheinlich schon zu spät, dass da angeliefert werden kann, oder? Ne, die Holzträger sind noch gefragt. Jetzt müssen wir einen Zug haben, der da Holzträger hinbringt. So, kaufen. Aha. 200.000 hinzufügen. Der Rungenwagen. 5. Machen wir erstmal, oder? Können wir kaufen. Passt. Und halt hinzufügen. Ah, ich glaube, hier ist zu lang, zu kurz wahrscheinlich, ne? Aber da muss er auch gar nicht hin, fällt mir gerade ein. Der muss ja hier hin. Laden. Und fährt da runter. Wo ist das Städtchen? Ah, ne, das wollten wir nicht. Jetzt müssen wir einen Halt hinzufügen. Den und entladen. Und speichern als. Okay. Und starten. Fahrzeug folgen. Ah nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Wo ist er? Ach, man kann von hier gar nicht wegfahren. Das ist schlecht. Das müssen wir auch noch ändern. Das ist schon mal gut. Und das machen wir so. Also der kann jetzt in Lokschuppen fahren? Nee, der kann gar nicht in Lokschuppen fahren. Ah, das hat ja gut geklappt. Da kann er jetzt in Lokschuppen fahren, ne? Kommt dann dahin, aber kommt dann da natürlich nicht weiter. Ne, da dürfte er nicht lang fahren. Okay. Das würde bedeuten, das Gleis müsste jetzt hier rüber nach da, wenn er da lang fahren soll. Ne? Okay, das kann er nicht. Würde er da lang fahren? Und dann könnte er da lang fahren. Super. Signal da ist weg. Keine Ahnung. Das ist schlecht. Also Signal war da. Und Signal kommt dann dahin. Und Signal kommt dahin. Jetzt habe ich. Nee, da habe ich schon die richtigen Signale. Was passt jetzt hier wieder nicht? Okay, er kann nicht weiterfahren, weil der da im Weg ist. Super, oder? Hier steht alles auf grün, aber hier muss ein Signal hin. Das ist das Problem. Hier muss ein Signal hin. Oh, das Signal geht da nicht hin. Das ist ein Mist. Das heißt. Mach das mal weg, dann kann der auch fahren.
Okay, der fährt jetzt schon wohin? Sag jetzt nicht, der fährt dahin, denn der bringt doch da das Falsche hin. Shit. Wieso hat er jetzt Holzstämme da aufgeladen? Die wollen da keine Holzstämme. Oder? Nein, hier will niemand Holzstämme. Schön, hat gut funktioniert. Und Bretter will auch keiner. Okay, jetzt fährt er mit so wenig Holzstämmen ein. Aber ist halt so. Gut, hier geht es trotzdem noch nicht so wirklich weiter, oder wie sehe ich das? Wie kriege ich das hin, dass das funktioniert? Gute Frage, ne? Komm, leise. Hier ist einfach zu verbaut. So. Das hier ist die Hauptstrecke. Kann ich von der Hauptstrecke hier auf dieses Gleis? Könnte ich so. Sollten wir das so favorisieren? Das ist die Frage. Warum fährt er jetzt nicht? Das ist schon mal weg. So wird's gehen. So. Das würde bedeuten, dieses Signal muss hier hin. Geht auch. Hier müsste auch ein Signal hin. Geht aber nicht. Hier stehen zu wenig Signale. Hier gehen keine Signale mehr hin. Das kann da noch hin. Dafür kann das weg. Das ist die Frage. Ach so, die Frage war noch deswegen aufgekommen. So, wenn ich jetzt hier schaue, ne? Das würde auch funktionieren. Weil das hier die Hauptlinie ist und hier ist die Hauptlinie, ne? Das würde auch so funktionieren. Gut, jetzt muss man gucken, was wir wegreißen können. Ich glaube, das hier kann weg. Ja. So, wie können die? Von da können da rum, können da reinfahren. Ja, würde gehen. Jetzt müssen wir gerade hier nochmal nach Signalen gucken. Und hier müsste ein Vorsignal hin. Geht aber nicht. Hier würde ein Signal hingehen noch. Das würde bestimmt Sinn machen, da noch eins hinzumachen. Hier geht natürlich keins hin. Hier könnten wir ein normales Signal setzen, damit das sich ein bisschen entzerrt. Oh, hier wird sogar ein Signal hingehen. Würde das Sinn machen? Auf jeden Fall. Es macht immer Sinn, ein Signal zu setzen. Okay, das ändert nichts daran, weil hier so viele verknüpft sind, ne? Warum fährt er jetzt nicht? Weil wo einer ist? Achso, der will hier rein und deswegen ging es nicht.
Deswegen steht der da. Okay. Jetzt ist der weg. Jetzt müsste der fahren, oder? Okay, macht er aber nicht. Es ist nirgendwo ein anderer Zug. Warum fährst du nicht? Welche Strecke ist jetzt für dich nicht frei? Alles ist frei, aber er fährt nicht. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Wo ist hier das Problem, mein Guter? Sagt mir das. So, wir wollten noch mal gucken, ob wir hier von da darüber kommen dann, ne? Das würde auch gehen. Dann würden wir den abreißen wollen. Den auch abreißen wollen. Dann kann er nämlich so da reinfahren. Jetzt steht er da und warum? Wo ist hier jetzt das Problem? Warum will der da jetzt nicht rein? Der will ja auch da nicht reinfahren, der will hier reinfahren. Aber hier ist doch kein Problem. Der muss ja dahin. Welches Signal ist jetzt das Problem? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum dieser Zug jetzt nicht fährt. Warum dieses Signal jetzt rot war, habe ich nicht verstanden. Aua, hier, das kann auch weg. Und hier ist auch was schief gelaufen. Aber das ist nicht schlimm, weil die können da lang fahren. Aber so rum kann man nicht. Das wird schwierig. Achso, der können ja hier rumfahren. So, jetzt ist der nächste da unterwegs, ne? Ah, jetzt ist da grün geworden. Das kann weg. Dann kann das eigentlich auch weg, oder? Zug kann bis dahin vorfahren, denke ich. Er wartet hier mit einem Vorsignal, was richtig ist. Da mit einem Vorsignal, was richtig ist. Hier ist schlecht mit Vorsignal. Also ohne Vorsignal. Da ist besser mit Vorsignal. Okay, der fährt jetzt da lang. Ja, lange Folge für Signale. Wir haben hoffentlich hier unten eine Station angeschlossen, die uns weiterbringt. Wir brauchen die Kupferressource noch. Die holen wir hier auf diese Strecke auch noch drauf. Das machen wir bei der nächsten Folge. Und er findet keinen Weg mehr, oder was? Einseitige Signale im Weg. Also hier ist doch alles richtig, oder? Nee. Hier ist wohl das Signal im Weg. Wenn ich das wegnehme, fährt er, oder? Nee, fährt er nicht. So, jetzt ist das eigentlich so, dass die da fahren sollten, wenn die Strecke frei ist. Aber er macht es nicht. Ich verstehe es jetzt noch nicht. Weil eigentlich ist das richtig. Wo ist hier das Problem? Das heißt, ich nehme mal dieses Signal weg und jetzt fährt er, oder? Jetzt müsste er fahren. Warum fährt er jetzt nicht?
Aha, da ist das Problem. Da war das Problem wahrscheinlich zu suchen. So, jetzt fährt er nämlich. Und jetzt müssen wir nochmal in die Signale rein, weil jetzt können wir das andere doch noch hier hinstellen. Okay. Sieht erstmal gut aus, oder? Glaube ich. Das ist ein einfaches Signal, ne? Wird schon passen. Der ist ja weggefahren. Schauen wir mal. Alles klar. Ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Hier stehen sie wieder. Nicht gut. Machen wir in der nächsten Folge. Ciao.